Ich möchte euch nun zeigen, wie wir diese Speedy Socks häkeln. Ich habe sie einmal hier in klein, das werde ich euch auch zeigen. Dann habe ich sie mir in etwas größer gehäkelt. Zweifarbig, dann nochmal einfarbig in etwas größer und dann nochmal zweifarbig mit einer anderen Wolle. Ich zeige euch jetzt aber die kleine Version und die Schritte sind bei allen Socken gleich, bloß die Rundenanzahl und die Maschenanzahl hier unten unterm Bereich, die ändert sich. Wir starten mit einem Fadenring. Dafür legen wir das Ende von dem Faden in die Handfläche und wickeln das Ende, was zum Knäuel geht, einmal um die zwei Finger herum. Dann halten wir das Ganze hier feste, holen den Arbeitsfaden mit der Häkelnadel durch den Fadenring hindurch. Und ich mache zuerst immer eine Luftmasche oder Kettmasche und ziehe sie ganz feste. Jetzt häkeln wir 5 halbe Stäbchen in den Fadenring hinein. Die ganze Socke wird mit halben Stäbchen gehäkelt und ich habe jetzt diese 2 Sockenwollreste mit 4-fach Garn mit einer 5 mm Nadel gehäkelt. Ihr könnt auch eine 5,5 mm Nadel nehmen. Es kommt immer auf eure Häkelweise drauf an. Das müsst ihr mal ausprobieren. Also ich häkel jetzt 5 halbe Stäbchen hier in diesem Faden hier hinein. Wenn ich diese 5 halben Stäbchen jetzt hier hineingehäkelt habe, ziehe ich das Ganze hier zusammen. Nun verdoppel ich jedes halbe Stäbchen der Vorrunde, indem ich 2 halbe Stäbchen pro halbe Stäbchen hineinhäkel. Also 1, 2, 3, 4, 5. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr dann in dieser Runde 10 halbe Stäbchen bekommt. Also ich zeige das nochmal. 1, 2. Das sind 2. Ein halbes Stäbchen geht so, dass ihr einmal einen Umschlag macht. Dann holt ihr den Arbeitsfaden. Habt 3 Maschen auf der Nadel, holt den Arbeitsfaden und geht direkt durch alle 3 Maschen hindurch. Jetzt haben wir hier 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir häkeln ja in Spiralrunden und deswegen lege ich mir jetzt hier, wir haben keine Hebemasche oder beziehungsweise machen keine Luftmaschen als Ersatzstäbchen, sondern ich lege hier einen Markerfaden rein. Am besten nehmt ihr euch da einen Faden zu, der ein bisschen eine Kontrastfarbe hat, damit ihr ihn gut erkennen könnt. Den legt ihr jetzt einfach hier hinein. Bevor es jetzt weiter geht, guckt ihr, wo die nächste Masche ist. Wir verdoppeln jetzt jede zweite. Dann erhalten wir 15 halbe Stäbchen in der Runde. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte. Dann erhalten wir 20 halbe Stäbchen in der Runde. Für Erwachsenensocken sind da die Werte nochmal anders. Da müsst ihr in der Tabelle nachgucken. Also für die Kindersocken hatte ich bis
20 Maschen in der Runde, also das letzte Mal jede dritte Masche verdoppeln. Ich habe jetzt hier jede zweite Masche verdoppelt und wenn ihr jetzt hier am Rundenende angelangt seid, dann müsst ihr den Markerfaden, der jetzt hier vorne liegt, nach hinten legen und häkelt über diesen hinweg. Und so könnt ihr immer nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten im Wechsel den Faden legen und ihr seht immer, wo der Rundenübergang ist. Ich habe nun meine 20 Maschen erreicht, also wo das letzte Mal war, jede dritte Masche verdoppeln. Ich bin am Rundenende und jetzt häkelt ihr einfach nur halbe Stäbchen immer in Spiralrunden, bis das hier, das zeige ich euch jetzt, ungefähr hier 1 Zentimeter vor dieser Beuge seid am Fuß. Wenn ihr jetzt die Person nicht vor Ort habt, für die ihr die Socken häkelt, könnt ihr da ungefähr die Circa-Angaben aus der Größentabelle entnehmen. Ansonsten probiert die Socken einfach mal an. Ich habe nun meine Länge erreicht und ich habe, das kann ich euch ja jetzt sagen, 7 Runden nur mit halbem Stäbchen gehäkelt ohne Zunahmen. Aber wie gesagt, das kommt auf eure Größe drauf an. Jetzt müsst ihr noch einmal eine Zunahme machen und zwar eine Zunahme nach dem Markerfaden und am Ende der Runde ein halbes Stäbchen vor dem Markerfaden. Da häkeln wir dann 2 halbe Stäbchen in eins der Vorreihe hinein. Also hier einmal. Dann häkelt ihr einmal rum und dann verdoppelt ihr dieses halbe Stäbchen noch einmal. Und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt auch das halbe Stäbchen vor dem Markerfaden verdoppelt. Jetzt machen wir noch eine Kettmasche und zwar hier in das nächste halbe Stäbchen. Wir entfernen den Markerfaden. Das liegt jetzt oben auf dem Fuß. Das hier ist unsere Sohle, die Rückseite. Nun häkeln wir 14 Luftmaschen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14. Entschuldigung, nicht 14, sondern 15 Luftmaschen. Dann gehen wir in die... Doch, 14 Luftmaschen, sorry. Dann gehen wir in die dritte Luftmasche hinein und häkeln dort unser erstes halbes Stäbchen. Jetzt häkeln wir halbe Stäbchen hier diese Luftmaschenkette hinunter. Dann einmal hier rum, ganz rum, bis dass wir hier an dem anderen Ende wieder angelangt sind. Und dann häkeln wir die halben Stäbchen wieder hier hoch. Also wie noch einmal. Ihr häkelt jetzt, ihr habt die Luftmaschenkette gemacht. Das seht ihr auch auf dem Bild in der Anleitung. Dann die liegt ja so eigentlich. Dann geht ihr hier einmal runter, häkelt hier wieder rum. Und hier an der anderen Seite wieder hoch. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie ich an der anderen Seite wieder, also wie gesagt, ihr hattet jetzt hier runtergehäkelt, einmal in rum. Und jetzt geht es ja hier auf der anderen Seite wieder hoch. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr genau hier
reinstecht in diese Schlinge und euer halbes Stäbchen häkelt. Damit ihr dann auch auf der anderen Seite auch wieder eure 12 halben Stäbchen habt. Am reinen Ende machen wir wieder zwei Luftmaschen, wenden die Arbeit und häkeln wieder mit halbem Stäbchen zurück. In dieser Runde nehmen wir jetzt die zwei Maschen wieder ab, die wir vorhin vor der Luftmaschenkette zugenommen haben. Dafür häkeln wir das 12. und 13. halbe Stäbchen zusammen. Jetzt mal bis unten ankommen. Einen Augenblick. Ihr seht jetzt hier auch ganz gut, wo ich immer mein halbes Stäbchen rein häkel. Ich häkel es nicht hier rein, sondern ich häkel es in diese zwei Schlingen. Muss ich mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt wird das 12. und das 13. wie folgt zusammengehäkelt. Also einen Umschlag. Arbeitsfaden holen. Drei Maschen auf der Nadel. Die werden jetzt nicht abgehäkelt, sondern bleiben auf der Nadel. Jetzt gehen wir in die nächste, in die 13. hinein, holen unseren Arbeitsfaden, holen den Arbeitsfaden erneut und gehen jetzt durch die vier Maschen, die auf der Nadel liegen. Und dann häkeln wir wieder ganz rum, bis dass wir 13 Maschen vor Reihenende sind. Und dann häkeln wir auch wieder quasi von hier oben angezählt die 12. und 13. Masche genauso zusammen mit halbem Stäbchen wie hier auf dieser Seite. So, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Jetzt zählt ihr runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wären die 12. und die 13. müssten wir zusammen häkeln. Da muss ich noch ein halbes Stäbchen machen. Und dann häkel ich das auch wieder, die beiden zusammen, wie vorhin gezeigt. Und dann geht es weiter mit halben Stäbchen bis hier hoch. Wieder zwei Luftmaschen, Arbeit wenden und wieder zurück. Und dann häkelt ihr einfach nur in Hin- und Rückreihen halbe Stäbchen, bis das hier ungefähr, sage ich jetzt mal so, 1 Zentimeter hinten vor Fersenende seid. Dann folgt nochmal eine Abnahme hier mittig unten an der Ferse. So, ich habe jetzt 5 Reihen gehäkelt. Aber wie gesagt, das hängt auch von eurer Schuhgröße ab. Da müsst ihr messen oder in der Tabelle nachschauen. Das sollte dann hinten an der Ferse so aussehen, dass ihr ungefähr 2 Zentimeter hier von der einen Seite aus gemessen vor Fersenmitte seid. Jetzt kommt nämlich noch einmal eine Reihe, wo wir hier zwei Abnahmen machen. Dazu setzt ihr am besten hier dann, wenn ihr das gemessen habt, einfach euch hier einen kleinen Marker, damit ihr auch wisst, wo die Mitte ist. Dann häkelt ihr jetzt wieder zurück bis zu dem Marker. So, ich bin jetzt hier kurz vor meinem Marker. Jetzt häkel ich diese beiden erstmal zusammen. Und zwar häkel ich die ganz normal zusammen zwei halbe Stäbchen, nicht so wie
vorhin da in der Beuge, sondern die machen wir ganz, damit das ein bisschen dicker ist. Dazu machen wir erst ein halbes Stäbchen nicht ganz zu Ende, dann wieder Umschlag, das zweite halbe Stäbchen nicht ganz zu Ende. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Maschen auf der Nadel und die maschen wir dann alle zusammen ab. Nehme ich den Marker raus, mache das gleiche nochmal mit den nächsten zwei halben Stäbchen. Also erstmal ein halbes Stäbchen nicht ganz zu Ende gehäkelt, Umschlag. Dann habe ich mein zweites halbes Stäbchen nicht ganz zu Ende gehäkelt. Und jetzt gehe ich durch alle fünf hindurch. Ups, jetzt habe ich eine Masche verloren, dann muss ich das nochmal neu machen. Aber dann ist das hinten etwas dicker und es entstehen nicht so große Löcher. Nochmal. Jetzt häkelt ihr wieder bis rein Ende. Dann folgt noch eine Reihe mit halben Stäbchen. Noch einmal ganz drüber. Und dann häkeln wir das Ganze hinten zusammen. So, nachdem ich jetzt die eine Reihe nochmal hier über meine Abnahmen drüber gehäkelt habe, verbinde ich das jetzt hier oben. Das ist immer noch die rechte Seite nach außen. Verbinde ich das hier oben mit einer Kettmasche. Dann drehe ich das Ganze auf die linke Seite und lege diese Kante, die hinten an der Ferse ist, aufeinander, damit die Maschen hier oben alle schön parallel sind. Das ziehe ich hier ein bisschen stramm. Und jetzt häkle ich immer die innenliegenden zwei. Seht ihr diese zwei hier mit den innenliegenden zwei von der anderen Seite zusammen. Also ich gehe mal hier rein, dann gehe ich auf der gegenüberliegenden Seite diese zwei Maschen hinein. Hol den Arbeitsfaden, mach quasi eine feste Masche. So. Nochmal durch diese zwei, durch die zwei auf der anderen Seite. Ihr könnt das Ganze auch zusammen nähen mit dem Matratzenstich. Auf jeden Fall müsst ihr bloß halt zusehen, dass die Seite halt zu ist. Das macht ihr jetzt auch bis unten hin. So, an der letzten Masche schneidet ihr den Faden ab und zieht ihn durch die letzte Masche hindurch. Dieser Faden muss natürlich hinterher auch vernäht werden. Jetzt könnt ihr das Ganze wieder auf rechts drehen. Die Socken können ganz nach oben getragen werden oder man kann die einmal umschlagen. Mit der Größe ist das eigentlich auch ganz gut, weil die sich sehr dehnen. Passen die auch mal, also Größe 26 passt auch 27. Ne? Also das ist jetzt nicht wie bei normalen Socken, wo man wirklich dann passgenau arbeiten muss, sondern hier hat man ein bisschen Spielraum. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, also gerade bei Kindern ist es ja wichtig, dass sie halt nicht auf glatten Böden rutschen. Dafür habe ich hier dieses Latex mir gekauft und ich werde hier drunter Noppen machen, beziehungsweise den Namen von dem Kind schreiben. Das Ganze muss 8 bis 10 Stunden trocknen, aber dann sind die Socken auch rutschfest. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln.